So, damit willkommen zurück hier bei der Nordpassage in Fallout New Vegas. Wir haben unser Inventar im letzten Video ordentlich umgekrempelt, sind auf einem Gewicht von 51 gekommen und werden jetzt mit dem guten Jet reden. Wollen Sie mich noch Ja, mit der Stimme von Xar, hören? das ist schon gut, ich bin bereit. Wirklich? Ihnen ist klar, dass wir eine Weile unterwegs sein werden, oder? Es gibt bei uns Gewichtsbeschränkungen. Nicht, dass Sie Ja, ja, nachdenken ja, sollten. ja, ja. Dort. Ganz sicher. Gut, also dann brechen wir auf. Wir haben einen langen Weg vor uns. Gerne. Okay, es gibt sogar ein kleines Intro. Das ist ja schön. Fallout New Vegas. Honest Hearts oder Hearts. Die Reise wird eine Weile dauern, also können Sie auch Ihre Ohren aufsperren und zuhören, was der Xar alte das. Jet zu sagen hat. Vor einigen Jahrzehnten begannen Bürger der RNK von einer Gemeinschaft namens Neukanaan im nördlichen Utah zu hören. Wussten wenig über sie, außer dass sie religiöse Leute waren, sandten Missionare, um mit den Stämmen zu reden. Wir haben eine Menge Sekten gesehen, aber die Neukanaaniter waren ehrliche Händler und gute Kämpfer. Raiders würden sich nicht mit ihnen anlegen. Aber dann tauchte die Legion in Arizona auf. Ich schätze, Sie wissen alles darüber. Es stellte sich heraus, dass Caesars oberster Kriegshäuptling, der Legat von Malpai, ein Neukanaaniter war, Joshua Graham. Man sagt, Graham war der fieseste, härteste Hurensohn der ganzen verdammten Legion. Die Neukanaaniter redeten nicht über ihn. Sie schämten sich. Ich kann's ihnen nicht verdenken. Am Hoover-Staudamm traf der Legat von Malpai endlich seinen Gegner. Hanlon und Oliver traten seinen Neukanaan-Arsch direkt zurück über den Fluss. Caesar musste ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass auch auf der höchsten Ebene Versagen nicht toleriert wird. Er übergoss Graham mit Pech, zündete ihn an und warf ihn in den Grand Canyon. Man sagt, er hat auf seinem Weg nach unten nicht mal geschrien. Nicht lange danach gab es Gerede unter den Sklaven- und Stammesleuten. Sagten, Graham wäre nicht tot. War keine große Überraschung. Das Gerede nervte Caesar, also verbot er, seinen Namen auszusprechen. Wollte Joshua Graham aus der Geschichte auslöschen. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Joshua Graham verschwand. Stattdessen gab es Legenden über den Verbrannten, der durch die Wüste streift. Wahrscheinlich nur eine Geistergeschichte. Aber es war lange still um Neukanaan. Ist vielleicht nur Zufall. Vielleicht ist der Legat von Malpai tot. Oder vielleicht kroch Joshua Graham aus diesem Canyon und fand endlich den Weg zurück nach Hause. Aha, Erfolg freigeschaltet, wenn wir an Zion dachten. Oha, Ordnung, Leute. der Grand Canyon, das sieht schick aus. Dietrich auf 100, Sprache auf 100, Schusswaffen auf 80 und Wissenschaft auf 95, Feilschen, Schusswaffen. Ja, wir haben auch noch ein paar Fertigkeiten, die hochkommen müssen. Es hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir da. Zion. Ich weiß, euch tun die Füße weh und ihr seid kaputt. Aber wir müssen uns auf den Weg konzentrieren, der vor uns liegt. Nicht der Weg, der vor uns liegt, macht mir Sorgen, Jet. Unser Abstieg durch den Canyon da hinten. Wir kommen garantiert nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Und was dann? Verdammt nochmal, Stella, ich bin nicht taub. Die Neukanaaniter werden einen Weg kennen. Und falls nicht, bleiben uns immer noch die Karten auf dem Pipboy unseres Freundes hier. Genug herumgeeiert. Kommt in die Hufe und spitzt die Augen nach Stammesleuten. Ist das da hinten ein Flugzeug? Tatsächlich. Wen interessiert es schon, ob wir auf demselben Weg wieder zurückkommen? Das ist doch kein Problem. Ganz meine Meinung, ist doch wurscht. Ja, so groß ist es ja im Nachhinein gar nicht. Folge sie, Jet. Okay. Sieht verdammt eindrucksvoll aus. Augenblick mal. Könnte schon. Verdammter Mist! Ein Hinterhalt! Alles sofort in Deckung! Zieht die Köpfe ein!
Ich sehe keine Feinde. Oha. Und Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Regt euch mal ab. Was ist denn hier los? Bin ich blöd oder? Meine Güte. All tot. Xardas ist gestorben. Ja, Leute, ich weiß ja nicht so recht. Nee, Xardas soll schon überleben. Also, nee. Nee, das fangen wir gar nicht an. Wir müssen einfach nur gucken, dass der nicht so viel abbekommt. Die Karawane ist mir ja wurscht, aber Xardas sollte schon überleben. Verdammter Mist, ein Hinterhalt. Alles sofort in Deckung. Zieht die Köpfe ein. Zieht die Köpfe ein, Leute! Zieht die Köpfe ein! Ich hab die Schnauze voll! Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller! Wie reicht? Schließlich... Lebt noch jemand? Nee, kann man nichts gegen machen. Die sterben so schnell. Tut mir wirklich leid für unseren Xardas hier. Feuerwehraxt. Die ist sogar ordentlich was wert. Tomahawk. Der hat ordentlich viel dabei. Aber ist auch nichts überwiegend Wertvolles, aber okay. Wie gesagt, ich hätte sie gern gerettet, aber ja, die sterben wirklich wie die Fliegen. Was soll man sonst dazu sagen? Können wir erstmal die ganzen Waffen miteinander reparieren. So. Was ist das denn für eine Maschinenpistole? Ja, ich bin auch ein Mitglied der RNK. Die Kleidung darf ich ruhig tragen. Es wirkt sehr, sehr eindrucksvoll. Folgt Kreide? Was? Alles klar, was geht denn jetzt hier los? War die jetzt verbündet? Ey, das Spiel verwirrt mich gerade, Leute. Sag nicht, ich muss jetzt nochmal alle töten, aber ich will wissen... Ach, dammit. Ich will wissen, ob der verbündet war. Ich will keinen Verbündeten töten. Alles sofort in Deckung. Zieht die Köpfe ein.
Scheiße. Zieht die Köpfe ein, Leute. Zieht die Köpfe ein. Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Wie reicht's? Schieß ich mal was. Stille. Oh nein. Stirb mir jetzt bloß nicht weg, Mädel. Hört mich. Alter, keine Chance, sie zu beschützen. Es geht gar nicht. Wir plündern die jetzt einfach mal. Außer den, der hatte zu viel Müll dabei. Ja, und den Müll nehme ich mit, ist schon klar. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal wieder für euch eine sehr, sehr spannende Folge. Aber so ist, wenn man sowas blind macht, Leute. Wüsste ich jetzt genau, was passiert, dann... Die Werte von den Gegenständen hier sind einfach nur heftig, wenn ich das mal so sagen darf. Das fällt mir gerade direkt auf. Erstmal trifft man hier nur auf Feinde, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt mal gucken, was war jetzt hier hinten los? Der ist nämlich ein Verbündeter, seht ihr das? Hoi! Weißbeine lassen meist keine Überlebenden zurück. Du hast wirklich Glück gehabt, das kann ich dir versichern. Du bist von draußen gekommen, stimmt's? Aus den zivilisierten Ländern. Wow! Das wird Joshua hören wollen. Wer ist dieser Joshua? Ja, Joshua Graham halt. Joshua Graham. Er führt unseren Stamm an. Dank ihm sind wir Wüstenpferde stark und sicher vor unseren Feinden. Er will mit allen sprechen, die aus dem Süden hochkommen. Ich schätze, das schließt dich ein. Komm, ich kann dich zu ihm führen. Okay, auf geht's. Gut, Sists. Dann ziehen wir nach Osten. Joshua ist im Lager unseres Stammes in Eastern Virgin. Wie, das ist jetzt unser Begleiter, oder wie? Ach so. Dann lass uns Ach so. Ist jetzt unser Begleiter für den Weg dahin. Ich verstehe schon. Gut, dann würde ich sagen, ohne große Umwege gehen wir auch in diese Richtung. Warte. Siehst du den Baumstamm dort drüben? Wirf einen genaueren Blick drauf. Da könnte gutes Zeug drin versteckt sein. Cool. Rattenfleisch, das fresst ihr bestimmt so, ihr Unzivilisierten. Ranger-Stationen, das hört sich natürlich sehr interessant an. Da bestimmt. Das abgestürzte Flugzeug sehen wir uns auf jeden Fall auch an. Ich hoffe, man kommt dahin. Aber okay. Sieht ja alles sehr, sehr schick aus. Hier im Grand Canyon sind wir also gerade. Wir folgen diesem Pfad ein Weilchen. Netter Blick auf den Fluss, oder? Ja, ja. Slendermans hier. Halt! Nicht bewegen! Puh, das nenne ich Glück. Schätze, der war vollgestopft mit Geckos, hm? Aber gewöhn dich nicht daran. Yaogwai sind in der Regel ziemlich bösartig. Ja, und du bist wahrscheinlich nicht stark genug, um auch nur einen davon auszuschalten. Du kannst den Pfad nach Norden nehmen oder nach Osten über den Kamm gehen. Von dem Felsen dort oben hast du einen guten Ausblick, wenn du willst. Ah ja, ist sehr interessant, was du mir alles erzählst. Gehen wir mal hier rum.
Sieht alles sehr interessant aus, wenn ihr mich fragt. Also hier scheint es auch um so eine Art Zwei-Parteien-Auseinandersetzung zu gehen. Geh weiter nach Norden, um diesen Haufen Felsen herum. Zum einen hier die guten Anhänger von Graham und halt diese Kreideleute, so verstehe ich das momentan zumindest. Sehr interessant, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Folge der alten Straße nach Süden. Fast da. Süden? Das ist aber nicht Süden, mein Freund. Das ist mehr Nordosten als Süden. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Da ist eine Ranger-Station. Was? Soll Witz sein, oder? Übrigens passt unser Gewehr gerade von der Tarnfarbe her ziemlich gut hier rein. Das wollte ich nur mal kurz betont haben. Hier ist irgendein Wegpunkt. Ich will den Wegpunkt schon haben. Zerstörter Scoutbus. Der Kompass ist beschädigt. Aha. Ja, der Ausflug ist wohl nicht so glimpflich ausgegangen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab, weil wir dem Typ nicht gefolgt sind, sondern... Okay. Habe ich gerade echt gesagt, hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Es hängt sich auf, Leute. Dann machen wir jetzt einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.